Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute habe ich mir überlegt, ich nehme euch mal mit, einen Tag mit Pavelo. Und ja, weil heute haben wir Donnerstag, ich habe einen Tag frei und heute steht eigentlich, ja, ist mein Tag eigentlich komplett durchstrukturiert und ich habe viel zu tun. Ihr seht schon im Hintergrund, natürlich kleiner Spoiler, ich habe natürlich für die Saison 2021 mir neue Felgen besorgt. Boah, ich hoffe, die Aufnahme wird was hier. Warum? Was ist denn da jetzt los? Irgendwie flackert hier der Bildschirm. Na naja, gut, die Aufnahme geht aber weiter. So, ich habe mir natürlich neue Felgen besorgt. Die könnt ihr hier sehen. So, der eine oder andere wird die Felgen natürlich schon erkannt haben. Das sind die Ultra Wheels UA9. In natürlich Standard Golf 5 Maß 8x5x19 in ET45. So, und warum ich sie im Kofferraum habe, ist, ihr seht sie, ich habe ein bisschen gespoilert, die sind in Gold. Und ja, aber Gold finde ich auf dem weißen Golf, ach, weiß ich, gefällt mir jetzt nicht so. Deswegen fahren wir gleich im Anschluss, also wir sind schon unterwegs, besser gesagt, ja, zu einer Firma, die die Felgen wieder neu aufbereitet und neu pulvert. Ja, die Farbe an sich werde ich noch nicht verraten, das werde ich dann erst verraten, wenn sie, ja, von der Firma dann alles schon gemacht wurde und ich sie dann endlich aufziehen kann, weil jetzt haben wir nur noch einen Monat, jetzt haben wir Anfang März und ja, ab April nach Ostern, weißt du ja, O bis O ist die Regel, Ostern bis Oktober, ja, sollte man hier im Harz zumindest, ja, Sommerreifen, weil vorher kann immer noch Schnee liegen, weil sie kann man das hier noch erkennen, teilweise liegt hier noch immer ein bisschen Schnee. Und ja, deswegen wollte ich euch einen Tag mal ein bisschen mitnehmen, was bei mir heute ansteht, denn es sind natürlich nicht nur die Felgen, die wir wegfahren. Ich habe noch zwei, drei andere Kleinigkeiten. Zum Friseur muss ich nachher auch noch, deswegen hier immer noch die Mütze, weil ohne Mütze geht das gar nicht, diese scheiß Corona, also nee. So, nachher dann seht ihr mich ohne Mütze mit wieder frischen Haaren, weil so wie das jetzt aussieht, nee, das machen wir nicht mit. So Leute, jetzt bin ich schon wieder zurück. Felgen sind abgegeben. Die Farbe ist auch schon besprochen. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn die Dinger fertig sind. Also ich bin mega hyped. Oh, ohne Scheiß. Das wird schon gut aussehen. Und ja, aber was ihr nicht machen solltet, ihr seht es ja hier. Ich habe, oder da besser gesagt, die auf meiner Rückbank gehabt. So. Ah, ist natürlich jetzt nicht so geil, würde ich sagen, ne? Deswegen natürlich schon hier ein Eimer Wasser hier vorbereitet. So, und natürlich, was ich zu euch meinte, hier natürlich neue Radbolzen brauchen wir auch, weil ihr habt es ja schon mitbekommen, beim Fahrwerkeinbau mussten wir die drinnen waren, wegen den Spurplatten einmal kürzen. Jetzt habe ich mir einmal neue bestellt und einmal hier die Gitter. Ihr seht das, die eine Seite bleibt frei und die andere Seite zu, weil bei mir sind die Dinger ja komplett zu und dann sollte es auf jeden Fall etwas schicker aussehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir auch schon mit den ersten Sachen, nämlich mit den Gittern, dann geht es mit den Bolzen weiter. Oh Leute, ich glaube, ich bin heute so ein bisschen vom Pech verfolgt. Sollte ich mir die Dinger hier einbauen, hier seht ihr nochmal. Und ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob die original sind. Mir wurde angezeigt, das soll wohl passen, aber sie passen ja nur zur Hälfte. Und zwar geht vorne die Seite, die ich euch hier jetzt hier zuwinkel, die geht normal rein und hinten, wenn es zum Nebelscheinwerfer geht, ja, klipst die nicht richtig ein. So, die werden wieder zurückgeschickt. Schönen Dank auch.
Ja, Leute, jetzt habt ihr gesehen, die Schrauben sind erneuert, endlich. Und ja, hinten die Rückbank habe ich provisorisch sauber gemacht. So, ist jetzt wieder alles schicko. So, jetzt geht's erstmal zum Friseur. So, eben noch schön vollgetankt. Das schmerzt natürlich bei den Preisen, 1,60 pro Liter. Naja, was soll's. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nach dem Friseur, weil der Tag ist noch lange nicht vorbei. So Leute, es ist geschafft. Ich war beim Friseur, kann man das irgendwie einigermaßen gut erkennen. So, man kann sich wieder draußen blicken lassen. Alles ist erledigt. Jetzt haben wir auch keinen Stress mehr. Ich muss mich jetzt nirgendwo mehr beeilen. Jetzt fahren wir das Auto, abspritzen, damit es einmal wieder schön sauber ist. Dann geht es auch wieder auf den Hauseweg. Und eine Sache habe ich heute noch zu erledigen. Und zwar, ich spoilere mal so schon mal ein bisschen, bevor wir dann gleich mal hier mit dem Cut dann rüberspringen. Wir sehen uns gleich in der Waschbox. Bis gleich. So Leute, ich hoffe, jetzt hört ihr auf zu meckern, dass ich mein Auto hier nicht sauber halte und alles. Ihr habt es ja selber gesehen, schwarz auf weiß. Die weiße Perle wird den Namen jetzt gerecht. Jetzt geht's ab nach Hause. Hallo. So, jetzt sind wir endlich zu Hause, Leute. Der Tag geht so langsam dem Ende zu, den wir zusammen verbracht haben. Wie gesagt, wir waren viel unterwegs heute, viel im Auto. Jetzt sind wir endlich zu Hause. Jetzt bin ich hier wieder auf dem... Ja, auf meinen Arbeitstisch nenne ich das jetzt mal. Und ich habe ja schon gespoilert, dass der Maxton Diffusor, der hier schon seit Ewigkeiten rumliegt, den ich noch nicht geschafft habe, ihn anzubauen. Ja, hier seht ihr ihn im R32-Look. Moment, dass hier die zwei Endrohre dann rauskommen und auf der anderen Seite hat man dann das andere Teil, was ich jetzt hier aber abgeschraubt habe. Sieht aber genauso aus. So, weil das habe ich schon foliert und jetzt machen wir uns dann das andere Teil dran. Und zwar, ihr seht ja schon, wenn das da, sag ich mal, so dran ist, ne, zack, so am Auto. So, habt ihr hier den Ausruf, wie gesagt. So, und man kann dann, so wie ihr das jetzt seht, wenn, ja, wird man das halt von hinten so sehen. Und zu schwarz war ein bisschen zu langweilig. Und da habe ich mir gedacht, habe ich mir weiße, ja, Folierfolie gekauft. Ein bisschen zu viel sogar. Ich habe hier so eine richtige, Moment, kann man das hier im Video einblenden, hier so eine ganze Rolle hier gekauft, obwohl ich nur Details, ja, oder kleine Sachen folieren wollte. Aber naja, haben ist besser wie brauchen. Und wir werden jetzt an den Diffusor, ihr seht ja hier die zwei Flaps, die ich gesagt habe, so passen das so drauf. So, hier einmal nur die Kante weiß folieren, genauso wie hier nur die Kante weiß folieren. Dass der Diffusor an sich weiß bleibt, aber so ein kleiner Akzent noch gesetzt ist am Auto, weil das Auto ja weiß ist, finde ich ganz schick. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal los. Wir müssen das erstmal hier kurz abschrauben, das ist hier so festgeschraubt. Und hol uns dann die Flaps einzeln hier so runter. Kann man sich, ist ganz einfach, wie gesagt, nur hier festgeschraubt. Man braucht das nicht im Ganzen hier hin und her machen zum Folieren. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir die Folier-Action hier.